Guten Morgen im Tigerentenclub. Auch heute spielen wieder zwei Schulklassen um den goldenen Pokal. Und genau um den geht's auch im neuen Kinofilm Sieger sein. Denn die elfjährige Mona möchte mit ihrem Team die Schulmeisterschaften im Fußball gewinnen. Doch sie steht vor mehr Herausforderungen wie Freundschaft, Integration und Teamwork. Und bei mir im Studio sind die beiden Hauptdarstellerinnen, die Leila Agemann, Tamira Wibo und ihre Regisseurin Solin Youssef. Und ihr werdet alle Fragen beantworten. Da freue ich mich sehr darauf. Ihr könnt in der Kika-Quiz-App wie immer mitspielen. Und jetzt geht's los mit den Tigerenten und den Fröschen. Tigerentenclub mit Club DJ Max, Günther Kastenfrosch. Und hier sind für euch Laura und Johannes. Schönen guten Tag, willkommen im Tigerentenclub. Günther, was machst du denn? Ah ja, der spielt auch unser erstes Spiel, denn unsere Teams, die dürfen keine Höhenangst haben. Nee, denn unsere Teams wollen hoch hinaus. Hier sind meine Frösche, sie kommen vom Wilhelm-Busch-Gymnasium aus Stadthagen. Für sie am Start, Min, Lilly und Lina. Leute, willkommen im Tigerentenclub und unterstützt werden sie von ihrer Klasse. Das ist die 6A. Meine Tigerenten kommen von der Integrierten Gesamtschule in Rülsheim. Einen großen Applaus für Marie, Finjan und Jaromir. Hi, hi, hi. Und auch ihre Klasse ist am Start, die 6A. Meine Damen und Herren, dann möge die Jagd auf die Notbremsen beginnen. Wir kommen zum allerersten Spiel und zwar dem Team Check. Danke. Man darf auf gar keinen Fall Höhenangst haben. Bei unserem ersten Spiel für die Frösche ist Lilly am Start. Lilly, komm nach vorne. Finjan wird auch schon gesichert natürlich, denn es geht hoch hinaus, wie eben schon erwähnt. Unsere Kisten müssen gestapelt werden und zwar am allerbesten bis da unter die Decke. Genau, zwei rennen, einer oder eine klettert, insgesamt 60 Sekunden. Ihr seid gesichert, perfekt. Dann geht's los in 3, 2, 1, go! Tigerenten! Frösche, 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 Frösche! Super, Lina, super. 45 Sekunden, habt ihr noch Zeit? Cool bleiben, schön nach vorne lehnen. Du darfst auch zwei nehmen, Min. So, wir brauchen schon die Leiter gleich. Wir müssen von vorne anfangen, einfach weitermachen. Sehr gut macht ihr das. Wir nähern uns den 20 Sekunden. Cool bleiben. Jetzt komm. 3. Lina, halt mich mal. 15 Sekunden noch. Lehn dich nach vorne, bleib ruhig. Das ist das ärgerlich. 10. 9. Konzentrieren. 8. Noch 5 Sekunden. 4. 3. 2. 1. Vorbei. Halten. Wow. Was ein Drama hier bei den Tigerenten. Ey, finde ich mal schon super hoch, ist dann gestürzt, aber hat es geschafft, mindestens mal zur Hälfte wieder aufzubauen. Wir zählen aus, wie viele Kisten Finjan geschafft hat. Eine Kiste, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bei den Tigerenten, echte Comeback-Qualitäten. Bei den Fröschen sind es 1, 2, 3, 4, 5. Notbremse für die Tigerenten. Yes! Finny, was hast du gedacht, als einfach dann der erste Turm fiel und du von vorne anfangen musstest? Schnell. Einfach schnell. Einfach schnell sein. Einfach und das schnell. Hat richtig gut funktioniert. Tolles Team der Tigerenten. Und damit die allererste Notbremse für die Tigerenten. Sehr gut, können wir euch nochmal jubeln. Gut, gut, gut. Komm, her zu mir. Jetzt ist es Zeit, unsere Teams ein bisschen näher kennenzulernen. Wir fangen mit der 6A, mit den Fröschen. Min, wie ist denn die 6A so drauf? Die sieht mir eigentlich ganz sympathisch aus. Wie seid ihr so? Ja, also wir lösen Konflikte sehr schnell und wir halten auch zusammen. Und Lilly, du hast ein ganz, ganz cooles Hobby. Du machst Breakdancen. Ja. Wie bist du zum Breakdancen gekommen? Also ich tanze schon sehr lange und dann habe ich mir gedacht, dass ich mal was anderes machen möchte als normal tanzen. Und dann habe ich mich fürs Breakdance entschieden. Ich finde Breakdancen unfassbar beeindruckend, diese ganzen Figuren. Kannst du schon ein paar? Ja. Zum Beispiel? Ein Turtle Freeze. Okay, ich hätte total Bock, dass du uns einen zeigst. Wollt ihr auch das sehen? Ja. Okay, Lilly, kannst du uns einen zeigen? Okay, dann hau den Freeze raus. Und Lilly mit dem Freeze. Yeah!
Lilly, vielen, vielen Dank. Also, die Frösche haben richtig Bock, jede Menge Notbremsen zu jagen. Aber wir unterstützen auch die gute Sache, und zwar die Kinderhilfsaktion Herzenssache. Und das tun wir entweder mit 600 oder mit 400 Euro. Und Herr Stanschek, Sie wissen, wohin geht unser Geld? Genau, unser Gewinn geht an das Projekt Digitale Medien besser verstehen. Wir kennen das alle, wir daddeln viel am Handy rum, sind auf Social Media unterwegs, kennen wir alle, stimmt, ja? Zocken viel. Und der Verein Digital Balance e.V. will Kinder und Jugendliche dafür sensibilisieren, für Gefahren und Risiken. Und möchte anhand von realen Beispielen und ganz vielen Aktionen den Kindern ein gesundes Medienverhalten beibringen. Sehr, sehr wichtiges und tolles Projekt. Danke fürs Vorstellen. Und jetzt lernen wir die Tigerenten ein bisschen kennen. Und vorher natürlich das Projekt, was die Tigerenten unterstützen. Und Herr Händle, Sie wissen genau, worum es sich handelt. Ja, unser Gewinn geht an das Projekt Die neue Heimat entdecken. Das ist ein Projekt vom COD Rhein-Pfalz. Und da lernen geflüchtete Kinder spielerisch Kinderrechte kennen. Cooles Projekt, auch da 400 oder 600 Euro für dieses tolle Projekt. Und lieber Tigerenten, ihr seid ja wahnsinnig schnell beim Klettern und ihr habt auch super viele Hobbys. Jaromir, du bist nämlich zum Beispiel super gerne in Deutschland unterwegs mit einem ganz bestimmten Fortbewegungsmittel. Was ist denn das? Mit dem Zug. Ja, warum? Weil mir Spaß macht, mit dem Zug einfach mit meinen Freunden rumzufahren und halt die neue Gegend zu, also die Gegend halt zu erkunden und so. Und Finjan, du besuchst die Technik-AG bei euch an der Schule. Ja. Was macht ihr denn da? Also Jaromir ist auch in der Technik-AG. Ah, okay, auch, ja, gut. Und da tun wir mit Holzschnitzen zum Beispiel. Wir tun sehr viel mit der Säge arbeiten. Wir tun auch sehr viel malen. Und mehr machen wir eigentlich nicht so. Ja, aber das ist doch schon eine ganze Menge. Ja. Klingt richtig, richtig cool. Und Marie, du bist eher musikalisch unterwegs, oder? Ja. Was machst du genau? Ich bin in der Schülerband. In der Schülerband. Was ist da deine Position? Singen. Die Sängerin bist du? Ja. Und was singt ihr gerade oder was ist dein Lieblingslied? 99 Luftballons, das singe ich immer. Ehrlich? Ja. Cool. Also ihr könnt gleich nochmal richtig ausrasten, denn wir kommen zum nächsten Spiel, dem Froschhüpfen. Und da tritt Jaromir bei den Tigerten an gegen Min bei den Fröschen. Jetzt geht es um Konzentration und um ein gutes Gedächtnis. Ihr seht diese weißen Felder vor euch. Der Computer gibt euch gleich eine Hüpfreihenfolge und die besteht aus 10 Feldern. Die müsst ihr euch bitte gut anschauen und danach hüpfen. Dann kommt hier eure Hüpfreihenfolge. Stellt euch in die Mitte und los geht's mit dem ersten Ton. Okay. Wir schauen zuerst auf das Ergebnis der Frösche. Min, was sagt dein Bauchgefühl? Wie viele Felder hast du? Richtig, was glaubst du? 2, 3. 2. Da vorne sehen wir dein Ergebnis und die Frösche zählen natürlich mit. 1, 2, 3. 3 richtige für Min. Jaromir, glaubst du, du hast 3 weniger oder mehr? Ich habe weniger, glaube ich. Ehrlich? Ja. Oh nein, das wäre nicht so gut. Aber wir gucken uns mal dein Ergebnis an und liebe Tigerenten, gerne laut mitzählen. 1. Leider nur einer. Und das bedeutet Notbremse für die Frösche! Yeah! Damit steht es auf dem Notbremsenkonto. 1:1. Min konnte sich also 2 Felder mehr merken und holt für die Frösche die erste Notbremse. Und ihr zu Hause habt hoffentlich schon euer Popcorn parat, denn jetzt kommt großes Kino. Der Film Sieger sein erzählt von der 11-jährigen Mona, die mit ihrer kurdischen Familie vor dem Krieg in Syrien fliehen muss und an einer sehr rebellischen Schule in Berlin ankommt. Also Chaos pur. Und das Problem ist, sie spricht leider auch kaum Deutsch und wird deswegen fies gemobbt. Aber eine Sache, die kann sie richtig gut. Fußball spielen. Guck mal, was ist die denn? Digga, was ein Opfer. Wo kommt die denn? Die heißt Mona und kommt aus Rojava. Das ist in Syrien. Sie ist mit ihrer Familie von dort geflohen. Ja, ich bin ein scheiß Flüchtling. Und jetzt? Hey, sag mal! Diese Schule ist eine Völkerkatastrophe. Mona wird mies gemobbt.
Herzlich willkommen in Deutschland. Ein Löwe. Ein Löwe bist du. Das heißt Löwe. Die neue ist gut. Jungs, die werden immer besser. Sie spielen trotzdem wie Mädchen. Ihr dürft teilnehmen! Und nehmt eure Wut und packt sie aufs Spielfeld. Nicht untereinander. Und ich freue mich jetzt sehr, dass Sie bei mir im Studio sind. Die Hauptdarstellerinnen, die Leila und Tamira. Ihr spielt Mona und Terry und die Regisseurin Suleen. Schön, dass ihr da seid. Jetzt haben wir gerade schon so einen kleinen Ausschnitt gesehen. Es macht auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr. Aber die Leila, vielleicht kannst du mir erzählen, was denn so das Besondere an dem Film ist. Ich glaube, der Film ist besonders, weil der Film ist für einen Kinderfilm jetzt nicht gerade normal. Also er schreibt die jetzige Situation mit dem Kriegen und den Kindern, die flüchten. Und es sind halt auch die Schauspieler oder die Kinder werden gezeigt, die, wo man nicht denken würde, dass sie jemals so groß auf einer Leinwand erscheinen würden. Also auch mit Migrationshintergrund. Ja. Also auch eine sehr wichtige Message, die da vermittelt wird. Und ich weiß, Tamira und die Leila, ihr standet das erste Mal vor der Kamera. Also es war euer erster Schauspieljob. Wie war es denn jetzt für dich, Tamira, dich das erste Mal so auf so einer großen Leinwand zu sehen? Das ist ein unglaubliches Gefühl, weil es ist ein Traum, den ich schon seit Jahren verfolge und es verwirklicht zu haben, es ist krass. Total, oder? Das ist total unwirklich. Aber es ist passiert und jetzt sitzt ihr hier. Und der Film ist tatsächlich biografisch. Also Suleen, du hast die Geschichte selbst so erlebt. Du bist auch geflüchtet mit deiner Familie. Was hat dir denn damals geholfen, anzukommen und dich vielleicht zu integrieren? Auf jeden Fall die wenigen Leute, wie die Figur von Terry, ne, die einem helfen anzukommen, die sich einsetzen, wenn man gemobbt wird oder ja, als Außenseiter einfach schwer hat. Natürlich auch der Fußball, in der Mannschaft anzukommen, einen Platz zu finden und ohne die Sprache zu beherrschen, dann aber doch die Sprache des Fußballs mit den anderen sozusagen zu spielen. Und ja, also der Fußball war es bei dir und der Fußball ist es auch im Film bei Mona. Und die hat richtig was auf dem Kasten und zeigt den Mädels auf dem Schulhof mal so richtig, was sie drauf hat. Aber einige finden das gar nicht mal so cool. Pause machen. Nein, Mann. Das ist so kaputt. Wird mal euer erstes Turnier? Dann reden wir weiter. Wir spielen nicht nur, wir gewinnen das. Ja, Mann, wir gewinnen. Und dann stellen wir unsere großen Pokale neben euren Puppelpokal. Träumt weiter, Jürgen. Wie wollt ihr das schon sehen? Hey, fass den Ball nicht an, du Streber. Digga, versuch es jetzt gar nicht mal. Leute. Lass ihn weiterstehen, komm, lass ihn. Lass ihn in Ruhe jetzt. Ich kenne ihn ja. Hey, lass. Scheiße! Ich hasse es hier. Autsch, 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 da musste Mona ganz schön was einschicken. Hat hoffentlich nicht wehgetan. Nein, alles nur gespielt. Okay, sehr gut. Aber wie schwer oder leicht war es denn, die Mona zu spielen? Habt ihr irgendwelche Gemeinsamkeiten? Ich muss ehrlich sagen, ich sehe mich schon manchmal oder sehr oft in der Rolle Mona wieder. Zum Beispiel, Mona ist sehr zielstrebig, sie hat Respekt, sie ist diszipliniert und doch sehr viel Respekt vor den Lehrern. So bin ich auch aufgewachsen. Deswegen fiel mir auch die Rolle ein bisschen leichter zu spielen. Was war für dich bei der Kreation von Mona? Also was war dir wichtig, wie Mona umgesetzt wird? Auf jeden Fall nicht als Opfer. Also sie verteidigt sich, obwohl sie die Sprache nicht spricht, ist sie dann doch auch empowernd und selbstermächtigend, blickt halt eben in die Kamera, spricht zu den Zuschauern. Die ZuschauerInnen sind Freunde, also so behandelt sie eben sozusagen diesen Blick. Und sie ist tough und setzt sich durch, bleibt aber eben immer respektvoll und verletzt halt andere nicht. Und das ist auch, glaube ich, das, was sie den anderen beibringen kann. Genau. Und Tamira, du hast eine tragende Rolle, denn als Terry erkennst du quasi das Talent von Mona im Fußball und hast eine sehr überraschende Entscheidung bei der Wahl der Schulmannschaft. Und das schauen wir uns mal an. Terry, hast du keinen Unterricht? Ich wollte mit dir reden. Ja? Es geht um Mona. Mona wird mies gemobbt. Auf jeden Fall habe ich gedacht, sie kann in die Mädchenmannschaft. Eisel ist unsere Kapitänin. Ja. Und Terry, unsere Vize. Die beiden wählen jetzt jeweils drei Mädchen, die für unsere Mannschaft spielen werden. Wählen fair,
und nach Leistung. Ich wähle Eile am Sturm. Oh ja. Ich will Thilé in der Abwehr. Ja. Ist mir im Tor? Ja. Nein, wir haben ja auch. Ich nehme Mona. Was? Ey, was? Jawohl, Terry lässt die Mädels meckern und ist fair. Sie erkennt Monas Talent, findet sie cool und trifft ihre Entscheidung. Mega cool. Also Mona hat jetzt endlich eine Chance im Team. Und Tamira, wie hilft es dir denn jetzt vom Film auch vielleicht irgendwas in den Alltag zu transportieren, so Thema Mobbing? Also Mobbing ist uncool und es ist nicht, also man sollte immer für eine schwächere Person einstehen. Aber viele haben diesen Mut halt nicht, weil sie halt mit der Masse gehen und denken, sie würden dann halt auch gemobbt werden oder verstoßen werden. Aber ich finde halt, ich finde es wichtig, dass man ehrlich zu sich selber ist und wenn du weißt, hey, das ist nicht richtig, dass du dich dann halt auch da einsetzt. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Und gleich geht es natürlich noch um das legendäre Fußballspiel, was ansteht. Und auch für euch habe ich eine kleine Fußballaktion vorbereitet. Also macht euch schon mal warm. Vorher geht's aber weiter mit den Tigerenten und den Fröschen. Unser nächstes Spiel heißt Songsalat. Songsalat. Krautsalat. Songsalat. Wurstsalat. Songsalat. Songsalat. Aber das Ding ist, wir müssen es gar nicht kennen, wir müssen es nicht verstehen, weil Max weiß, wie es funktioniert. Ja, und ich finde das Spiel super, super cool. Es macht total viel Spaß, Songsalat, weil es geht jetzt darum, die Musik, die wir gleich hören werden, so schnell wie möglich in die richtige Reihenfolge zu bringen. Das ist gar nicht so einfach. Auf jedem dieser Buttons hier vorne auf dem Tisch, da liegt so ein kleiner Ausschnitt aus dem Song. Und wer es schafft, den schneller in die richtige Reihenfolge zu bringen von euch Tigerenten und Fröschen, der gewinnt die Notbremse gleich. Und ja, heute ist ein sehr, sehr cooler Song dabei. Hau mal raus. Fanta 4, Clouseau und Zusammen. Und wir können ja mal kurz noch reinhören. Wollen bitte, wir mal? Bitte, bitte. Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben. Nimm die Flossen hoch. Haben wir, glaube ich, alle mal gehört. Kennen wir alle, oder? Ja. Kennen wir alle? Okay, gut, gut, kennt gut, jeder. Gut. Kennt jeder. Die Tigerenten fangen an, diesen Song wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen, der irgendwo sich verbirgt. Völlig zerfetzt hinter diesen Buttons. Das heißt, ihr liebe Frösche, bitte Kopfhörer aufsetzen. Und ihr dürft nach vorne gehen, lieber Finjan und Jaromir. Und ich drücke euch ganz feste die Daumen. Es geht los in 3, 2, 1, go! Das ist eine richtig gute Zeit für die Tigerenten. Die Tigerenten haben vorgelegt und jetzt heißt es für die Frösche, bitte an die Buzzer. Diese Zeit läuft jetzt für euch rückwärts und auch eure Aufgabe ist es, diesen Song in die richtige Reihenfolge zu bringen. Die Zeit startet in 3, 2, 1, go! Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen alt. Was jetzt? Da. Nimm die Flossen hoch und die Tassen auf. Ein wir sind zusammen groß. Vorbei. Die Zeit der Frösche ist leider abgelaufen. Das bedeutet Notbremse an die Tigerenten! Ihr zu Hause seid wieder gefragt. In der Kika-Quiz-App könnt ihr jetzt beim nächsten Spiel live mit dabei sein beim Clubstar. Schaut euch die beiden Auftritte an und überlegt, wem Max wohl die Notbremse geben wird. Zwei Teams,
Zwei Auftritte, aber nur eine Notbremse. Wer bekommt sie? Wir starten mit Team Grün, mit den Fröschen. Und lieber Max, die haben sich eine Künstlerin ausgesucht. Also die kenne ich eigentlich nur noch vom American Football. Ich glaube dir kein Wort. Du kennst sie auf jeden Fall. Es geht um Taylor Swift, der angesagteste Popstar gerade überhaupt auf der ganzen Welt. Super mega erfolgreich und Shake It Off ist auch so einer ihrer erfolgreichsten Songs überhaupt. Ich glaube, da kann man sehr gut shaken auf der Bühne und ich glaube, diese Kombination kann echt richtig gut passen. Ich freue mich also auf ganz, ganz viel Bewegung bei Lilly und auch ein bisschen Taylor Swift Liebe. Das will ich hier ansehen. Dankeschön, Max. Wir werfen einen Blick in den Backstage-Bereich, denn da steht gerade Lilly. Aber sie ist nicht alleine. Bei ihr sind Chiara, Henrik, Helena und Clara. Seid unsere Clubstars. Richtig cooler Auftritt. Kommt mal ganz nach vorne, Mensch. Lilly, das erste Mal auf so einer Bühne, ja? Ja. Wie war es für dich? Wie hat es sich angefühlt? Also ich fand es sehr schön, mit meinen Freunden hier tanzen zu dürfen. Und ich fand, es ist auch eigentlich relativ gut geworden. Und wisst ihr was? Ich finde, man muss ein bisschen Liebe verteilen. Ich brauche jetzt richtig gute Komplimente. Wer möchte von euch mal den Fröschen ein Kompliment machen für ihren Auftritt? Leute, komm, lass so bitte ein Kompliment. Also es war sehr gut, auch wie Lilly geturnt hat, also sehr toll. Vielen, vielen Dank. Ein Kompliment nehme ich noch, wer möchte? Ein Kompliment. Also ich finde, ihr habt wirklich toll getanzt, also hat verdient noch mal einen extra Applaus für mich. Na also, mehr Komplimente, Applaus für die Frösche. Gute Nachricht ist, ihr könnt euch entspannen, denn jetzt sind die Tigerenten dran. Ja, von der großen Taylor Swift ein bisschen zu der kleinen deutschen Taylor Swift, natürlich in Miniaturversion, aber trotzdem nicht schlecht unterwegs, die Lina Larissa Strahl, oder? Ja, die haben auch so ein bisschen Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten, vielleicht so in dieselbe Richtung, so ein bisschen von der Musik her, es geht sehr viel um Gefühle und so weiter und bei dem Song jetzt aber trotzdem erleben wir was ganz anderes, weil eben war so die Party-Mucke irgendwie so ein bisschen so aus sich rausgehen, viel bewegen, die Nummer jetzt, Bescheuert das Herz, ist ein bisschen emotionaler, ein bisschen ruhiger und gar nicht so der typische Song, wo ich jetzt sagen würde, da tanze ich jetzt mal dazu. Von daher bin ich umso gespannter, was sich Marie jetzt überlegt hat. Aber ich glaube, den Song kann man richtig viel Emotionen packen und auch richtig gut mit Lip-Syncen. Also dieses bescheuerte Herz von Lina Larissa Strahl wird jetzt performt von Marie. Ich hoffe, sie ist mit Herzblut dabei. Aber vor allen Dingen sind auch noch dabei Nasli Can, Gabriela, Alina und Melis. Ich freue mich sehr auf euren Auftritt. Seid unsere Clubstars. Ich könnte die Wohnung neu streichen, ich könnte eine Fremdsprache lernen oder viel öfter verreisen, mir die Stringtheorie erklären. Ich könnte einen Tauchkurs machen oder so Dokus sind besser lösen. Ich könnte aus Blättern was basteln, ich könnte anfangen mit Flöten. Es gibt so viele tolle Dinge, die ich machen kann. Doch einfach nichts macht mir Spaß ohne dich. Ich denk mir, oh, dieses bescheuerte Herz schlägt leider nie, wofür ich will. Und ich denk mir, oh, dieses bescheuerte Herz schlägt nur für dich, nur für dich, nur für dich. Niemals einig sein. Und es schlägt nur für dich, nur für dich. Oh.
die Crew hier. Ganz, 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 ganz toll habt ihr das gemacht. Warum aber gerade Lina Larissa Strahl? Was hast du zu einer Verbindung zu ihr? Meine Freundin und ich haben das Lied zufällig mal gefunden. Und weil wir Lina Larissa Strahl sehr gerne mögen, haben wir uns das Lied mal angehört. Und wir fanden es beide richtig gut zum Tanzen, weil es ist ja auch ein bisschen schwieriger zu tanzen. Und deshalb haben wir gedacht, wir könnten es ja für den Tigerentenclub nehmen. Haben wir die anderen Mädels gefragt, ob sie einverstanden sind. Und die fanden auch richtig gut. Ich weiß nämlich, Sie haben ein bisschen was von der Sportunterrichtszeit abgezwackt, Herr Händle. Ja, gestern haben wir einmal das Ganze geübt. Und an der Stelle auch nochmal ein Riesenlob an die Frieda. Die hat nämlich bei der Choreografie mitgeholfen. Frieda, danke dir. Das hat richtig gut funktioniert. Und es war ein richtig toller Auftritt, der ist dabei rausgekommen. Zwei starke Auftritte. Der von den Tigerten war super, der von den Fröschen war super. Und jetzt entscheidet unser DJ Max. Max, wer bekommt die Notbremse? Ganz spannendes Duell heute. Ich fange an bei Marie bei den Tigerenten. Ich fand, das war ein super schöner Auftritt. Ihr habt richtig gut getanzt, super synchron gewesen auf der Bühne. Und was mir besonders gut gefallen hat, Marie, war, wie du gestrahlt hast auf der Bühne. Du warst total sicher. Und diese eine Bewegung, die fand ich besonders toll. Du gehst so zurück und zeigst so nach vorne, auch noch in die Kamera. Da war so eine Präsenz da. Du warst so richtig da, hast super gut mitgesungen auch. Das fand ich super, super gut. Und das sehen wir selten hier beim Clubstar, dass es so gut ist. Aber auch die Frösche hatten eine richtig gute Performance. Ich finde, Lilly, ihr habt euch mega viele Bewegungen überlegt. Und ich dachte die ganze Zeit, wow, da passiert schon ganz viel auf der Bühne. Und dann kam dieses krasse Finale von euch. Also du machst erst diese Bewegung über die Bühne, dann ist irgendwie noch ein Spagat dabei, dann noch irgendwie so eine Hebefigur und keine Ahnung was alles. Da passiert total viel und hat auch richtig gut zu Taylor Swift gepasst. Also ihr merkt schon, es sind ganz verschiedene Auftritte heute gewesen. Und ich kann mich da gar nicht richtig entscheiden. Deswegen, ich vergebe heute nicht nur eine Notbremse, ich vergebe zwei. Wir machen Unentschieden. Gönnung von Max also. Jedes Team eine Notbremse. Sehr gut. Beide Teams ergattern beim Clubstar eine Notbremse und somit steht es 2-3 für die Tigerenten. Und bei uns im Studio geht es weiter mit dem Film Sieger sein. Und da muss man ja gut Fußball spielen können. Die Leila Tamira, wie sah es denn bei euch vor den Dreharbeiten aus mit dem Fußballspielen? Also ich hatte, ich habe damals im Kindergarten mit meinen Freunden mal Fußball gespielt, aber ich war jetzt nicht professionell im Verein oder so. Also, aber ich bin nicht ganz ohne Fußballerfahrung in den Film reingegangen. Okay, also schon. Gut. Ja, ich würde sagen mittelmäßig. Ich habe damals im Verein gespielt, auch als ich 8 war. Und das bisschen Wissen, was ich mir da angeeignet habe, habe ich halt mitgenommen. Okay, sehr gut. Aber es war jetzt noch nicht die Voraussetzung, dass man super gut spielen musste. Du spielst auf jeden Fall Fußball oder kannst Fußball spielen. Mhm. Und das heißt, du wusstest natürlich auch genau, wie das Fußballspiel aussehen soll. Wir sehen jetzt mal eine Szene. Und da kannst du mal erklären, worauf du da genau achtest. Wichtig ist natürlich authentisches Spielen, ne? Also dass sie selbstbewusst auftreten. Und wie die Mädels schon gerade erwähnt haben, waren sie jetzt nicht so profimäßig. Und es war wichtig, eben sie vorzubereiten. Deshalb sind die Spiele durchchoreografiert. Ne? Genau. Und die anderen Mannschaften sind echte Mannschaften aus Vereinen. Ne? Die sind natürlich irgendwie professioneller als unsere Mädels. Deshalb war es immer wichtig, gemeinsam. Perfekt. Aber es war auf jeden Fall durchchoreografiert. Mhm. Und wie das Ganze im Spiel und in der Szene dann aussieht, das schauen wir uns natürlich jetzt auch noch mal an. Boah, Charlottenburg spielt technisch echt brutal. Aber Mädels, was ist los? Irgendwie fehlt euch ein bisschen Herzblut und Teamgeist. Jasmin, den hast du! Jasmin, super Carry da vorne! Jasmin! Aber Weddinger, was geht bei euch? Ey, jetzt zerreißt ihr halt alles! Eis ist den Ball! Wedding stürmt nach vorne. Sehr schöner Pass. Komm, zieht euch! Komm, schieß rein! Yes, sehr, sehr cool. Also die Weddinger Girls ballern da das erste Tor rein. Aber wie das Spiel ausgeht, das verraten wir natürlich noch nicht. Das müsst ihr euch im Kino angucken. Und jetzt seid ihr erstmal gefragt bei unserer kleinen Fußballaktion. Also wir haben Team Delayla und Team Tamira. Ihr dürft einmal hintergehen zu euren Teams. Und ihr habt folgende Aufgabe. Ihr müsst einen Parcours absolvieren. Mhm. Ihr müsst unter den Tischen hindurch den Ball führen. Einmal hier unten drunter durch und dann hier von der Linie ins Tor schießen. Und Solin, komm. Weil du so gut Fußball spielst, darfst du einmal versuchen, ins Tor zu schießen. Ja, Vorführeffekt bestimmt. Ah, nein. Okay, aber hau einfach nochmal drauf. Ja, ich hau nochmal drauf. Ihr habt dafür dann gleich eine Minute Zeit und wer mehr Bälle im Tor versenkt,
der gewinnt unsere kleine Fußball-Challenge, okay? Genau, ich mach's mal einmal vor. So yeah. Aber falscher Ring. Und dann geht's auch für euch los in 3, 2, 1, go, Leute! Okay. Und wir gucken so ein bisschen, wie viele Tore hier fallen. Sehr gut. Ist gar nicht mal so leicht, ne? Nee. Mit den Softbällen ist nochmal was anderes. Jawoll, Nummer 1 bei Leila. Yes, zwei. Nummer 2. Ah, schade. Danke. Hab noch 30 Sekunden Zeit. Kommt, ich schaff das. Ist das der erste bei euch? Jawohl. Ich helfe ein bisschen nach. hat keiner gesehen. Komm, Leute, gebt doch mal richtig Gas. Los geht's. Noch ein paar Sekunden. Jawohl, Nummer 3 bei Delayla. Yeah, Delayla ist auf jeden Fall ja, richtig sicher. Noch 10. Yeah. 3, 2, 1. Was passiert? Genial, genial. Ich hätte da mal einen Schuh gefunden an dieser Stelle. Wem gehört der? Oh ja, okay, alles klar. Aber zählt das auch cool als Tor? Kommt gerne zusammen. Mega cool gelaufen. Also der Schuh hat am Ende noch mal richtig rausgehauen. Ich glaube, bei uns waren 3 drin, bei Team Delayla. Wie viele waren bei euch so, Delayla? Ich glaube auch 2. 2 Bälle habe ich gezählt. 2, okay. Genau. Also habt ihr richtig cool gemacht. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Und danke an euch, Leute. Und jetzt müssen wir natürlich noch verraten, wann kommt denn der Film ins Kino? Am 11. April ist ja öffentlich dann deutschlandweit, kommt er dann in die Kinos. Ja, also geht den alle gucken. Unbedingt, also richtig cooler Film, Sieger sein. Tamira, Solin und Delayla, ihr beantwortet gleich netterweise noch die Fragen aus dem Chat, aber vorher geht's weiter im Spieleparadies. In der Kika-Quiz-App könnt ihr zu Hause jetzt wieder mitspielen bei unserem Wiss-Quiz. Und hier im Studio, wenn ihr etwas nicht wissen solltet, haben wir den Klassenjoker für euch. Den könnt ihr zücken, gebt den an die Klasse weiter, die Frage, und die entscheidet, was genommen wird. Die Fragen kommen heute aus verschiedenen Kategorien. Das sind die Kategorien heute. Für euch im Angebot Erdkunde, Lufttiere, Nahaufnahme, Sport, Geschichte und Wassertiere. Oh, oh, oh. Das Team beginnt, das hinten liegt. Das sind aktuell noch die Frösche. Der Zufallsgenerator läuft. Wenn ihr buzzert, hält das Licht an. Es geht um Geschichte. Und da geht es um die Vereinigten Staaten. Die New Yorker Freiheitsstatue steht seit 1886 auf einer kleinen Insel vor der Stadt. 46 Meter ist sie hoch, ebenso wie ihr Sockel. Im Inneren wird die riesige Statue von einem Stahlgerüst getragen. Die äußere Hülle besteht aus Kupferplatten, die in Form gehämmert wurden. Schon in den ersten Jahren reagierte das rote Kupfer mit Sauerstoff in der Luft. Seither ist Lady Liberty grün. In der linken Hand trägt die Statue eine Tafel mit einem Datum. An diesem Tag erklärten die Vereinigten Staaten ihre Unabhängigkeit von Großbritannien. Es war ein 4. Juli. Dieser Tag ist heute der Nationalfeiertag der USA. Und da ist die Frage, in welchem Jahr war das? Zeit für eine kleine Zeitreise. In welchem Jahr erklärten die Vereinigten Staaten ihre Unabhängigkeit von Großbritannien? War das A 1452? War das B 1776? Oder C 1886? Keine leichte Frage. Ich glaube, ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, C. B? Nee, was B, oder? Nein, C. C. Was? Ich weiß C oder B. Okay, dann B. B. Ja. Gut. Dann loggen wir ein B. 1776. Also 1452, da lebten noch keine Europäer in Amerika. 1892. Da stand die Statue schon in New York. Also B ist richtig. Meine Güte. Der Zufallsgenerator läuft für euch, liebe Tigerenten. Und es wird ganz schnell gebuzzert zum Thema Wassertiere. Und ja, bei den einheimischen Tieren, da gibt es immer noch was zu entdecken. Und ich bin ja gespannt, ob ihr dieses Wassertier jetzt kennt. Dieses etwa 1 Zentimeter große Lebewesen ist das einzige unter vielen tausend verwandten Arten, das im Wasser lebt.
Wie seine Verwandten braucht es Luft zum Atmen. Es verankert wasserdichte Taucherglocken aus selbstgesponnenen Fäden an Wasserpflanzen. Dann holt es mit seinen behaarten Hinterbeinen luftgefüllte Blasen von der Oberfläche und streift die Luft unter der Glocke ab. Unter so einer luftgefüllten Taucherglocke legt das Tier den Kokon für die Eier an. In eine andere Taucherglocke bringt es erbeutete kleine Wassertiere, von denen es sich ernährt. Und das ist die Frage: Zu welcher Art von Tieren gehören diese Taucherglockenbauer? Zu welcher Art von Tieren gehören die Taucherglockenbauer? Sind es A. Spinnen, B. Krebse oder C. gehören sie zu den Käfern? Also ich würde nicht sagen, Käfer sind Spinnen. Krebse. Aber Krebse kann auch sein, weil Spinnen das sieht Krebs sind ja im Wasser. Es sind Spinnen, ich kenne die. Okay, wir loggen A. Ja. Wir loggen A ein. Habt ihr denn mal gezählt, wie viele Beine dieses Tier hatte? Zufällig. Ich glaube, scheiße. 6 Beine? Und Spinnen haben aber? 8 Beine. Dieses Tier, was wir gesehen haben, hatte 8 Beine. Ja. Also A ist richtig, denn sie spinnen ihre Taucherglocken selbst. Der Zufallsgenerator läuft für die Frösche. Und 4 Kategorien stehen noch aus. Es geht um Lufttiere. Und da geht es um ein ganz besonderes Küken. Der südamerikanische Huatzin ist ein sehr ungewöhnlicher Vogel. Ein besonderer Flugkünstler ist er nicht. Seine Flugmuskulatur ist zu schwach für längere Strecken. Der Vogel ist ein strenger Vegetarier. Seine Verdauung funktioniert ähnlich wie bei Wiederkäuern. Das ist einzigartig für einen Vogel. Huatzins leben an Gewässern. Von ihren Nestern ist immer ein Sprung ins Wasser möglich. So kann ein Küken sich nämlich retten, wenn Schlangen oder Affen das Nest angreifen. Danach macht es sich auf den Rückweg ins Nest. Und das ist die Frage: Was ermöglicht es den Küken, aus dem Wasser zurück ins Nest zu kommen? Das sind wirklich clevere Küken. Was ermöglicht es, den Küken des Huatzin aus dem Wasser zurück ins Nest zu kommen? Sind das A. starke Sprunggelenke, B. Krallen an den Flügeln oder vielleicht so kleine Saugnäpfe an den Füßen? Okay, dann eigentlich Krallen an den Flügeln. Ja. Ja? Ja. Okay, B. Wir sagen B. Krallen an den Flügeln. Loggen wir ein. B ist eingeloggt. Wenn die Antwort stimmt, dann gehen die Frösche in Führung mit 2-1. Und diese Antwort, liebe Frösche, ist richtig! Na, das läuft doch ganz hervorragend für die Frösche. Ich hoffe, bei uns jetzt auch genauso geschmeidig weiter. Ich mach Zufallsgenerator ab. Mach Nahaufnahme. Erdkunde, Nahaufnahme, Sport. Sport, ja. Ja, Sport. Eine Frage aus dem Sport geworden, um genauer zu sein, dem Wintersport. Und wir bewegen uns mal ins Altai-Gebirge. Im Nordwesten Chinas liegt das Altai-Gebirge. Die Winter sind hier lang und schneereich. Skier sind hier alltägliches Fortbewegungsmittel und Freizeitvergnügen für Groß und Klein. Viele Einwohner sind überzeugt, dass ihre Vorfahren das Skilaufen erfunden haben. Genghis baut noch traditionelle Skier, das hat er von seinem Vater gelernt. Sie sind aus Fichten, Birken oder Pappelholz. Die Unterseite bespannt er immer mit Pferdefell, und zwar so, dass man das Fell zum hinteren Ende der Skier streicheln kann. Und das ist die Frage: Was verhindert das Pferdefell unter den Skiern? Und die Frage dazu lautet: Was verhindert denn das Fell unter diesen Skiern? Verhindert es das Vereisen, das Zurückrutschen oder die Beschleunigung? Ich glaube, lass uns Klassenjoker. Zurückrutschen. Du musst nicht flüstern. Ich glaube, Klassenjoker. Nehmen wir Klassenjoker. Nein, dann nein. Doch. Klassenjoker. Sicher. Ja. Dürftet ihr euch auch dran. Wenn ihr den Klassenjoker zieht. Wir nehmen Klassenjoker. Okay, wir nehmen Klassenjoker. Okay. Ist vielleicht gar nicht mal so dumm, weil ihr habt ja einen Sportlehrer dabei. Ich hatte aber leider keinen Ski. Oh, der kein Ski fährt. Okay. Snowboard wenigstens? Auch nicht. Kein okay, also der Sommersportler. Also ich würde sagen, dass es dann nicht nach, also dass es das Zwischenrutschen verhindert, dass es dann auch nicht nach hinten rutschen kann.
Ich würde auf B tippen, da das Fell nach hinten zeigt und somit quasi in den Schnee einhakt und man so nicht mehr zurück rutschen würde. Also würde ich auf B tippen. Okay. Ist sich jemand komplett sicher? Dann würde ich auch B nehmen. Gut. Klasse 6a lockt B das Zurückrutschen ein. Du meintest, das Fell würde sich so aufstellen und mit dem Schnee verhaken. Diese Antwort, da könnt ihr jetzt mal dem Colin applaudieren, denn diese ist richtig. Ja. Genau die richtige Erklärung. Ja, tatsächlich richtig, richtig gut erklärt von Colin. Es steht also unentschieden 2-2 und die Frösche haben die nächste Chance. Zwei Kategorien, Erdkunde oder Nahaufnahme. Und es geht um Erdkunde, das heißt, wir reisen alle gemeinsam in den Regenwald nach Venezuela. Regen gibt es im Regenwald oft, aber oft geht er schnell wieder vorbei. Auch hier in Venezuela ist das so. Nach dem Guss begleitet die Sonne die Fahrt auf einem der größten Flüsse Südamerikas, dem Orinoco. In tropischen Regenwäldern sind besonders viele Tier- und Pflanzenarten zu Hause. Der Orinoco ist nach dem Amazonas der zweitwasserreichste Fluss Südamerikas. Vor seiner Mündung in den Atlantik verzweigt er sich in unzählige Arme. Solche aufgefächerten Flussmündungen nehmen einen ungefähr dreieckigen Grundriss ein. Und das ist die Frage, wie nennt man so eine Flussmündung? Aus dem Regenwald zurück ins Studio. Die Frage an euch, liebe Frösche. Wie nennt man eine Flussmündung wie die, die wir hier gesehen haben? Also eine Flussmündung wie die des Orinokos. A. Trichter. B. Kurve. Oder C. Delta. Ja. Ja, dann geben wir die Frage weiter. Achtung, die Mikrofone fliegen tief. Herr Stanczyk, bitte gehen Sie auf Stimmenfang. Trichter, Kurve, Delta. Also ich glaube, es ist A, weil ich habe das Wort Trichtermündung schon mal gehört und deswegen würde ich A einloggen. Also ich stimme ihm dazu, weil Kurve macht für mich keinen Sinn und Delta ist, hat mit Mathe zu tun. Eine dritte Stimme und dann brauchen wir... Also ich würde auch A nehmen, weil Kurve, weiß ich nicht, ob das wirklich so, ob das so sinnvoll ist, finde ich. Also es klingt für mich nicht wirklich realistisch und Delta, wie gesagt, haben wir jetzt gerade auch in Mathe, ist halt eine römische Zahl und deswegen würde ich das auch nicht nehmen. Ich würde auch, ja, oder griechische. Und deswegen würde ich auch Trichter nehmen. Okay, ihr seid euch recht einig. Dann nehme ich... Ja, ich finde es schwierig. Ich würde mich auf jeden Fall der Klasse anschließen, da es einhellig war. Deswegen, meine Vermutung wäre Delta. Flussmündung habe ich schon mal gehört, aber... Wir nehmen trotzdem A. Ja, die Klasse entscheidet hier, deswegen A. Demokratisch läuft es ab bei den Fröschen. Wir loggen A ein. Also, wenn die Antwort richtig ist, dann haben wir auf jeden Fall eine Notbremse, weil dann gibt es im schlimmsten Fall ein Unentschieden. Wenn wir falsch liegen... Dann können die Tigerten, wenn sie richtig liegen, die Notbremse nur alleine gewinnen. Die Flussmündung, die wir gesehen haben, heißt tatsächlich Delta. Herr Stanczyk, wieso? Grämen Sie sich nicht, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Das bedeutet ja für die Tigerenten, wenn jetzt die nächste Frage richtig ist, dann gehört die Notbremse nur euch. Ihr müsst auch nicht mehr buzzern. Es gibt nur noch eine Kategorie, das ist die Nahaufnahme. Und da müsst ihr jetzt ganz genau hinschauen. Wir haben nämlich etwas unter die Lupe gelegt und wollen von euch nämlich wissen, was das ist. 5 Sekunden habt ihr dafür Zeit, euch das anzuschauen. Und diese starten jetzt. Was ist das? Dann dürft ihr euch wieder nach vorne drehen. Und ich gebe euch Antwortmöglichkeiten zu diesem Bild. Was haben wir denn da gesehen? War es A, Wollstoff, B, Krötenhaut oder C, ein Pilz? Ich denke ein Pilz. Ich glaube A. Ein Fliegenpilz. Ich würde sagen A. Aber wir haben ja eigentlich auch nichts mehr zu verlieren, theoretisch. A.
Nein, dann wäre es ja unentschieden. Ja, das stimmt. Ja, wollen wir uns nicht einfach auf ein Unentschieden einigen? Nein. Nein. Komm, so unentschieden? Nein. Ich sag total. Nein. Nein. Okay. Nein. Also ich würde C sagen. Ich will auch C nehmen. C, oder? C. Okay, dann gehe ich auch mit C. Ja. Dann nehmen wir C. Okay, wir loggen C ein. Okay, ihr wisst, es muss richtig sein, damit die Notbremse nur euch gehört. Mhm. Also letztes Angebot unentschieden. Jetzt, du bist okay. Okay. Unentschieden ist auch okay. Unentschieden ist auch okay. Ja. Unentschieden wäre auch okay. Ja. Aber wir loggen was ein? C. 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 Die 6a, die Tigerenten entscheiden sich für C. Wir schauen uns die Auflösung an. Ist der Pilz richtig? Es ist... Ja! Ein Pilz, absolut korrekt. Und die Notbremse geht an die Tigerenten. Habt ihr gut gemacht. Habt ihr gut gemacht. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. High five. Ja, die Tigerenten haben den Fliegenpilz ganz korrekt erkannt und damit die Notbremse geholt. Es steht 2-4 für die Tigerenten. Und jetzt beantworten wir hier endlich eure Fragen aus dem Kika-Quiz-Chat. Und es sind auch einige hereingekommen. Zum Beispiel, wie lange denn so ein Casting dauert? So, das kannst du vielleicht beantworten, Solin. Weil das so viele Kids waren tatsächlich und Team und so, ne, so viele verschiedene Charaktere, hat es schon so 1,5 Jahre gedauert. Oh, wow. Und vielleicht hat der eine oder andere hier auch noch eine Frage. Hast du eine Frage? Du bist der? Christian, wie habt ihr das mit der Schule gemacht? Also da hatten doch andere Kinder noch Unterricht. Ja. Ihr habt geschwänzt. Stille. Nein. Wir haben eine Nachhilfe organisiert bekommen und die Schulaufgaben wurden halt immer per E-Mail geschickt, sodass wir die auch dort machen konnten. Ah, okay. Also quasi dann Fernunterricht. Du hast auch noch eine Frage? Du bist der? Nein, ich bin der Freddy und ich habe die Frage, was hat am Dreh am meisten Spaß gemacht? Eigentlich alles. Das Mittagessen. Eigentlich alles? Echt? Ja, weil die alle so freundlich waren und wir haben uns sehr schnell befreundet alle. Deswegen. Cool. Und ihr seid doch jetzt immer noch befreundet, weil ja, das war ja auch eine Frage von Megaente zum Beispiel, ob ihr immer noch Kontakt habt. Ja, haben wir. Sehr cool. Und Coolfrosch fragt, ob ihr auch mal den Text vergessen habt, Tamira. Kann das passieren? Ich glaube nicht bei Schauspielern, oder? Aha. Ständig, sage ich nur, ja. Ehrlich? Ja. Passiert. Aber ist auch schön, dann hat man so Bloopers, ne? Hat man viel zu lachen irgendwie am Set. Es muss ja nicht die ganze Zeit perfekt laufen. Und ich weiß, hier gibt es auch noch weitere Fragen. Du bist die Leonie. Meine Frage ist, wie lange hat der Filmdreh insgesamt gedauert? Oh ja. Der Filmdreh hat insgesamt gedauert 48 Drehtage, aber nicht am Stück. Also wir haben im März angefangen und es ging dann bis Ende Mai. So, wir haben zwischendrin Pausen gemacht, ne? Das muss man ja auch für die Kids, damit das nicht so einfach, ne, auf den Körper geht oder auf den Geist. Also da steckt richtig, richtig viel Arbeit drin in so einem Film. Vielen Dank, dass ihr die Fragen beantwortet habt. Und jetzt geht's erstmal zurück zu den Tigerenten und den Fröschen und Daumen drücken, denn der Quälgang, der hat's echt in sich. Fütterungszeit. Ah ja, komm, wie gut. Happa, happa, happa. Komm noch. Happa, happa, happa. Ah, also, du schon den Mund das soll natürlich nicht mit den Tatzen passieren, sondern das. Yes, die Dosen müssen fallen und im besten Fall alle. Genau, das Problem ist, das ist das Spiel ganz am Ende. Los geht der Quälgang bei DJ Max. Wir drücken die Daumen. Und der hat's in. Ja, also Dosen werfen, Tatzen werfen, das können Lilly und Jaro auf jeden Fall auch. Aber vorher geht's durch den Quälgang. In 3, 2, 1, go! Super Start bei Jaro von den Tigerenten. Wow, ist Jaro schnell unterwegs in die Frösche. Die verlieren das schon, aber gut einige Meter. Lilly muss jetzt mal so ein bisschen die Strategie anpassen, damit das noch ein Aufholjagd gibt hier im Quälgang. Aber die Tigerenten, was ist das denn? Ich sehe Jaro schon gar nicht mehr. Das ist ja unfassbar, wie schnell die Tigerenten hier unterwegs sind. Die Frösche ein bisschen verzweifelt, gerade auf dem ersten Hindernis. Und jetzt bleibt Lilly leider auch noch ein Ticken hängen im allerersten Hindernis. Du kannst aufstehen, komm auf! Die Frösche können das noch alles aufholen. Wir haben hier schon alles gesehen im Quälgang. Aber der Abstand ist natürlich schon sehr, sehr üppig bei Jaro von den Tigerenten. Aber Lilly, die lässt nicht locker. Lilly gibt noch mal Vollgas, aber das kostet jetzt noch mal Kraft auf die letzten Meter zu euch. Alles gut? Warte, hier rauf und dann werfen. Wirf einfach! Wirf, wirf, wirf! Komm, nächste! Sehr gut, sehr gut! Komm. Ja! Noch hier! Einfach! Ja, komm! Ja! Nein!
Notbremse für Lilly und die Frösche. Mann, Mann, Mann. Lilly hat Comeback-Qualitäten. Super. Letzte Notbremse und von hier geht's 3-4 Meter in die Höhe in unseren Parcours. Die Zeit der Frösche wird gestoppt und die läuft dann rückwärts für die Tigerenten. Die Frösche legen los. Du bist soweit, Nina. Es geht los in 3, 2, 1, go! Komm schon, Nina, komm schon! Ja, gut, 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 trau dich! Da ist die Schwierigkeit, dass sich das Brett nicht, schräg hält, sondern dass es wirklich immer parallel. Oh, das stimmt, genau. Dass man das parallel führt. Weil wenn es schräg ist, kann es sich verkranken und dann wird es schwieriger. Aber Nina macht das gut und konzentriert. Ja, zieht so ein bisschen mit dem rechten Fuß nach, das ist genau richtig. Jetzt geschafft, rüber einmal das Seil mitnehmen und ab zum Change-Sprung. Das Seil hinter dir nehmen, das Seil hinter dir nehmen. Jawohl, genau, genau das. Und rüber. Perfekt, Nina. Und jetzt durchs Tangelhindernis. Was sagt die Zeit, Laura? Die Zeit aktuell für Nina, genau 50 Sekunden. Danke, Laura. Jetzt unsere hängenden Säcke einmal im Slalom rum. Nina, Nina. Nina, 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 Nina. Das macht Nina, sehr gut, komm Nina. Jetzt auf den Schwimmwolken und die Zeit 1 Minute und genau 20 Sekunden. Jetzt, komm on, jetzt nur noch ins Kletternetz. Sehr gut. So, 1,5 Minuten sind um. Bleibt Nina unter 2 Minuten. Das kann sie schaffen. Durch Spinnennetz. Es sind noch 4 oder 5 Meter. Komm schon, Endspurt. Go, Nina. Go, Nina. Go, Nina. Man muss sagen, dass die, wir haben hier gut reden. Ne? Wir labern hier, aber die hängt nicht da oben. Das kostet Kraft. Nein, es ist total anstrengend. Es kostet Kraft. Und vor allem ist das ein langer Parcours, der wird unterschätzt. Ja. 2 Minuten sind geknackt. 400 Meter waren im Stadion. Ja, ein bisschen weniger ist es schon. Oder? Ja, naja. Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt die Glocke. Raus. Kein Problem. Und die Glocke, Nina. Die Zeit ist gestoppt. 2 Minuten und 16 Sekunden. Das ist die Zeit für Nina. Und bei euch läuft sie jetzt rückwärts. Ja, für uns startet Kletterer Finjan. Mhm. Und ich bin da guter Dinge, dass er diese Zeit unterbieten kann. Also Finjan, wir drücken dir die Daumen. Es geht los für dich in 3, 2, 1, go! Ja, Finjan hat Bock. Die Zeit läuft rückwärts. Jawollo! Also da muss ich schon sagen, da ziehe ich meinen Hut. Ich glaube, ich habe das selten so schnell gesehen. Bitte das Seil nicht vergessen. Danke! Und er wird gegrillt, aber es macht ihm nichts. Er hat gerade mal 20 Sekunden verloren oder so. Also wirklich nicht viel. Eieieiei. Boah, Finja! Ja, ich denke, man kann sagen, er fliegt durch diesen Parcours. Ich komme gar nicht hinterher. Mein lieber Scholli. Finjan, Finjan, ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr groß. Finjan, du kannst jetzt die Zeit lassen, du hast noch 1 Minute 30. Ja, Finjan hat Bock aufs Finale und das soll schnellstmöglich starten. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell auf diesem Parcours ist. Was soll man da sagen? Ja, das war richtig, richtig stark. Er war tatsächlich 1 Minute und 22 Sekunden schneller als die Frösche und holt sich natürlich damit die Notbremse für die Tiger. Yes! Ja, unglaublich. Finjan ist tatsächlich 1 Minute und 22 Sekunden schneller und holt sich die 5. und letzte Notbremse für die Tigerenten. Und jetzt seid ihr zu Hause gefragt. Setzt eure Punkte jetzt in der Kika-Quiz-App. Wer gewinnt beim Rodeo? Die Frösche? Oder die Tigerenten. Für die Frösche am Start, Min! Für die Tigerenten auf der Rodeo-Ente, Jaromir! Es geht um diese beiden Pokale! Willkommen zum großen Finale! Unser Tigerenten-Rodeo startet in
3, 2, 1, go! Min, Min, Min! Jaro, 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 Jaro! Anfeuern, anfeuern! Fünf bei den Tigerenten. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Jetzt, ja, gut, 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 gut. Yes! Jaro, halt dich, Jaro, halt dich fest! Bin ich hoch. Sehr gut machst du das! Min! Jaro, Jaro, Jaro! Yes! Überhaupt nicht schlimm! Die Tigerenten gibt es den Goldpokal! Und für die Frösche gibt es heute den Silberpokal! Und jetzt sagen wir Schleimdusche! Schleimdusche! Herr Stanzig! Schleimdusche! 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 Möchten Sie noch jemanden grüßen? Ich grüße mein Team. Es hat trotzdem toll gekämpft und Teamgeist ist bei uns ganz, ganz wichtig und deswegen nehme ich das gerne an. Sehr gut. Und der coole Lehrer duscht im Schleim. Bisschen nach vorne. Wir zählen runter in 3, 2, 1, go! Danke fürs Mitmachen. Applaus für die Tigerenten, Applaus für die Frösche! Die Tigerenten holen sich wohl verdient den Sieg und Herr Stanzig muss leider unter die Schleimdusche. Herzlichen Glückwunsch an die Tigerenten und auch herzlichen Glückwunsch an unseren Kika-Quiz-App-Gewinner. Du hast die kleine Tigerente hier gewonnen. Vielen Dank an Soline, die Leila und Tamira, dass ihr da wart. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Kinotour und dafür, auch für viel Glück auf der Tour, gibt es natürlich auch unsere Tigerente. Yeah. Dankeschön. Danke, dass ihr da wart, dass ihr mitgemacht habt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier im Tigerentenclub. Tschüss.